Amazons neuer Kindle ist da, und zwar die einfachste Variante bislang im Handel für 49 Euro. Die neue Version kostet jetzt 59 Euro. Dafür gibt es jetzt aber auch erstmals eine schöne Verpackung. Und was da so drin ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Aber natürlich ist es nicht nur die Verpackung, weswegen das gute Stück nun 10 Euro mehr kostet. Wir gucken also mal rein. So. Ja, die Verpackung sieht also auf jeden Fall schon mal sehr hochwertig aus, dafür, dass es nun das einfachste Modell ist. Kann man nicht anders sagen. Und das wird jetzt hier einfach rausgezogen. So, da hat man sich vermutlich bei irgendwelchen Verpackungsdesignern aus Cupertino oder so inspirieren lassen. Sieht alles ganz schick aus. So, jetzt muss man das hier offenbar einmal aufreißen. So. Und da ist auch schon das gute Stück. Einmal der Kindle ist hier drin, dann eine Art Kurzanleitung und ein Kabel, genau, um das aufzuladen. Ja, das war's auch schon. Was fehlt, ist ein Netzteil. Also da muss man dann, wenn man irgendwie ein Smartphone hat oder sein Smartphone-Netzteil verwenden, oder man kann es natürlich auch am Computer anschließen, ist ein relativ kurzes Kabel. Also bei meinem Kindle Paperwhite ist es ungefähr doppelt so lang, aber das ist, würde ich sagen, eigentlich die richtige Länge. So, das gucken wir uns mal an. Der Kindle ist schwerer geworden in der einfachsten Variante, insgesamt 20 Gramm. Und das macht sich natürlich schon bemerkbar, ne? Weil meistens hält man den ja so irgendwie nur in einer Hand, und ja, 20 Gramm machen sich, wenn man den alten dann im Vergleich hat, wird man dann schon merken, da bin ich sicher. Ja, hier ist der Einschalter einmal. Den drücken wir mal. Wesentlicher Unterschied auch, was man sieht, es befinden sich ansonsten hier keine Knöpfe mehr. Ansonsten wurde der Kindle ja noch bedient, eben mit physischen Knöpfen sozusagen. Aber das ist jetzt verändert worden, und es gibt jetzt auch beim Kindle, wie beim Kindle Paperwhite, einen Touchscreen, über den das Gerät bedient wird. Also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Ich habe hier nach wie vor, ja, das geht so ein bisschen runter hier, also das ist so ein eine Mulde gewissermaßen. Da gibt es jetzt also bei dem Kindle Spitzenmodell, da ist das nicht mehr. Aber finde ich persönlich jetzt auch nicht so störend. Was das Modell natürlich nicht hat, ist die Hintergrundbeleuchtung. Die ist also dem Kindle Paperwhite vorbehalten. Das bedeutet also, wenn ich irgendwie im Dunkeln lesen will, brauche ich immer noch eine Lichtquelle. Ja, jetzt haben wir ihn eingeschaltet, und jetzt fährt das Gerät hoch. So, das war es dann auch schon mit dem Hochfahren, und jetzt kann ich mir hier die ersten Schritte angucken. Also ganz wichtig ist natürlich, dass ich den mit einem WLAN verbinde, weil der natürlich nicht über eine 3G-Funktionalität verfügt. Das habe ich eben erst bei den teureren Geräten. So, das WLAN-Passwort kann ich jetzt also ganz bequem per Touchscreen eingeben. So, das WLAN ist ausgewählt. Jetzt wollen wir mal gucken, was als nächstes passiert. Jetzt kann ich das Ganze nur noch mit Facebook verknüpfen oder mit Twitter. Wer nun das nicht möchte, der sagt nun, ich möchte das nicht, oder beziehungsweise später verbinden. So, und jetzt ist mein Kindle soweit eingerichtet. Ich habe also die ersten Schritte da vorgenommen, und jetzt kann ich mir zum Beispiel das Benutzerhandbuch mal angucken. Also es ist, wie gesagt, von der Bedienung identisch mit dem Kindle Paperwhite. Also gar kein Unterschied mehr. Ja, also das ist die neue Variante. Ich würde sagen, es ist eine logische Weiterentwicklung. Ich meine, man muss überlegen, ob das vom Gewicht noch okay ist, wenn es nun 20 Gramm mehr ist im Vergleich zum Vorgängermodell. Aber ja, auf der anderen Seite, für 59 Euro, denke ich, kann man auch nicht so richtig viel falsch machen.